yeah. Egal wer du bist, egal woher du kommst, ob du schwarz oder weiß bist, wir sind alle gleich. Christian, nach dem Supertalent 2012, das du gewonnen hast, und zwar ganz, also mit einer wahnsinnigen Geschichte, machst du jetzt immer noch Musik? Wie geht's denn für dich weiter hier? Es geht immer wieder weiter mit Musik, weil nach dem ganzen Show, was wir gemacht haben, ich war da, also nicht gewonnen, aber ich war Zweiter, also bis ins Finale gekommen, und dann waren wir zu zweit, ich und der Erste und ich. Wir sind beide aber genommen worden bei Sony, und wir touren zusammen, wir arbeiten zusammen, und bis heute mache ich immer noch Musik. Deswegen bin ich auch hier. Aha. Das heißt, du wirst hier demnächst auftreten. Wann? Wann? Am 25. November. Wir haben da eine Gala. Und dann im Dezember habe ich noch andere Programme, aber die habe ich nicht richtig im Kopf. Mhm. Und du hast eine neue CD wahrscheinlich auch raus? Ja, die ist im Studio. Ich komme gerade vom Studio. Also das Lied, was ich gesungen habe, kein Mensch ist illegal. Und das kommt bald. Deswegen habe ich ein bisschen Vorgeschmack gegeben. Und ich hoffe, es wird gut ankommen. Egal ob du Christ bist oder Moslem, wir sind alle Menschen mit guten und schlechten Seiten. Generell hat sich jetzt für dich eigentlich viel verändert? Würde ich sagen, ja, positiv. Also ganz positiv, weil ich habe dadurch auch viele Sachen gelernt. Dieter Bohlen gesehen, mit ihm gearbeitet, Songs von ihm gesungen. Eine CD mit ihm produziert, die ist auch bei Saturn. Die CD heißt Unbelievable. Da sind 6 Lieder geschrieben von Dieter Bohlen, die ich gesungen habe. Und wir haben guten Kontakt. Also auch das Ganze mit dem Fernseher, mit Thomas Gottschalk, diese Menschen einfach zu treffen, das ist einfach Wahnsinn. Also. Würdest du sagen, das hat dich auch musikalisch weitergebracht? Ja, es hat mich musikalisch sehr weitergebracht, weil in diesem Milieu ranzukommen, das träumt fast jeder, aber ich bin da reingegangen, also wie ein Traum, weißt du. Ich habe ein bisschen gesungen, Freundin begleitet, ich singe dann bei der Pause, und dann Dieter, ja, komm mal her, wir suchen nach Talente, du sitzt da. Ich sagte, ja, wenn es sein muss, also, es war einfach Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn, ganz wahr. Wie ist das jetzt mit der Musik? Ist das jetzt deine Musik, oder schreibt dir jemand anders, oder macht ihr das zusammen, oder wie läuft das? Es ist immer unterschiedlich. Ich schreibe meine Musik, was Sie gehört haben, das ist von mir geschrieben, komponiert alles. Und ich singe auch Coversongs, wie beim RTL. Die geben mir Songs, ja, das Lied passt mit deiner Stimme. Dann gucke ich, okay, setze ich mich ein, lerne ich, und dann bei der Show gebe ich mein 230%. Kein Mensch ist illegal, egal woher du kommst, gemeinsam sind wir stark, sehr stark. Come on! Peu importe qui tu es, peu importe où tu viens, que tu sois noir ou blanc. Wenn man dich jetzt live sieht, bist du da alleine auf der Bühne oder sind da noch andere? Das ist auch wieder unterschiedlich. Mal bin ich alleine mit der Gitarre, wenn das Akustik ist. Mal bin ich mit meiner Freundin, machen wir Duo. Mal bin ich mit meinem Pianist, mal bin ich mit der ganzen Band, wenn das Festivals sind. Weil wir spielen auch auf Riesenfestivals, da machen wir alle Posaune, Drummer, Bass. Und unterschiedliche Besetzungen bin ich da unterwegs. Bist du denn hier zufrieden eigentlich, oder würdest du auch gerne mal in die USA oder nach England oder so und da mal singen? Gute Frage. Also hier in Deutschland bin ich ganz zufrieden, weil ich weiß nicht, das ist Geschmackssache, ne? USA oder so, das war nie mein Ding, weil ich habe das System, also die haben nicht das gleiche System. Deutschland ist sehr menschlich, sehr sozial, sehr, weiß nicht, sehr, würde ich auch sagen, tolerant, weil ich bin auch hier, ich mache Interviews, ich bin aus Afrika, aber die nehmen mich auf, weil ich auch offen bin. Also man muss einfach offen sein, aber andere Länder habe ich gesehen, gibt es da nicht so viele Vorteile wie in Deutschland. Also hier fühle ich mich besser in Deutschland als Amerika oder London. Ist auch gut, aber ist nicht so mein Fall. Okay, und jetzt am Schluss hast du gejodelt. Was bedeutet das? Jodel? Bei dem Song? Ja, das ist einfach Jodel. Das heißt, also das bei uns gibt es da so einen Stamm, heißt Pygmäe. Die Pygmäe, die sind so klein, die leben im Busch, die machen mal solche, und das heißt,
wenn die ein Gespräch gehabt haben und das ist dann zu Ende. Dann sagen die, okay, yoloi, yoloi. Das heißt, Ende, alle können nach Hause. Deswegen nach, immer wenn ich singe, am Ende mache ich mal yoloi. Das heißt, ich bin fertig. Kein Mensch ist dir egal, egal woher du kommst, gemeinsam sind wir stark, sehr stark. Hm.